noch nicht kennen, mein Name ist Britta Lambert und ich helfe Menschen dabei, ihr höchstes Potenzial zu entfalten und alles zu wandeln und aufzulösen, was dabei im Wege steht. Ich liebe Abkürzungen, weil ich davon überzeugt bin, dass es schnell gehen darf. Heute möchte ich euch mal ein bisschen von Hawaii erzählen. Nirgendwo sonst auf der Welt habe ich so viele Menschen auf ganz natürliche Art und Weise aus ihrem Herzen heraus leben sehen wie auf Hawaii. Seit vielen, vielen Jahren reise ich jedes Jahr auf die älteste der hawaiianischen Inseln, auf Kauai. Und ich bin jedes Mal aufs Neue wieder völlig davon berührt, wie natürlich die Menschen dort und wie liebevoll sie miteinander umgehen. Keiner schüttelt zum Beispiel beim Autofahren den Kopf oder hupt auf der Straße, außer vielleicht ein Tourist, der gerade eben erst angekommen ist. Ja, dem anderen ein Lächeln zu schenken, das ist das Normalste auf der Welt. Und es scheint dort wirklich so viel mehr Menschen ein offenes Herz zu haben, als es bei uns zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Ein Beispiel, es gibt eine Brücke im Norden von Kauai und über diese Brücke führt nur eine Straße. Und vor der Brücke ist ein Schild, da steht dann drauf, Kauai Courtesy 5 Cars. Und das bedeutet so viel wie die Höflichkeitsregel sagt, man lässt immer 5 Autos durchfahren und wartet so lange, bis eben 5 Autos durchgefahren sind und dann kommen die nächsten 5 Autos dran aus der Gegenrichtung und die anderen warten dann eben dementsprechend auch. Und das Magische an der Geschichte ist, dass es funktioniert. Ich glaube, bei uns in Deutschland könnten Schilder stehen, so viele wie möglich und darauf hinweisen, das müsste man mit einer Ampel regeln, sonst würde das nicht funktionieren. Und es ist einfach ganz normal, dass man den anderen einfach auch mal vorlässt, weil man weiß, ja, nachher bin ich eben dran. Auf die Minute kommt es jetzt nicht an. Ja, oder es ist auch ganz normal, wenn man einkaufen geht und beim Bäcker steht, dass man jemand anders mal vorgehen lässt und beim nächsten Mal bin ich wieder diejenige, der oder derjenige, der vorgelassen wird. Ja, woran liegt es jetzt, dass die Hawaiianer das auf so eine sehr natürliche und selbstverständliche Art und Weise leben oder leben können? Sie leben ein Stück weit viel mehr, als wir das tun, ihr ursprüngliches Wissen. Sie glauben, dass alles mit allem verbunden ist, und zwar untrennbar. Und es bedeutet im Klartext für die Hawaiianer, alles, was draußen in der Welt irgendwo geschieht, ist auch irgendwo in mir vorhanden. Klingt verrückt, gell? Die Hawaiianer erklären das so. Am Anfang unseres Lebens ist unsere Seelenschale noch ganz, ganz rein und leer und leuchtet so hell wie die Sonne. Und im Lauf des Lebens sammeln sich dann durch verschiedene Ereignisse, durch Erlebnisse, durch Verletzungen, Enttäuschungen, Missverständnisse, vieles, 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 vieles häuft sich einfach im Laufe eines Lebens an. Wie so, man könnte sagen, dunkle Steine. Ja, und die füllen dann die Seelenschale und machen sie dann einfach dunkel und halten sie davon ab, dass sie rein ist. Ne? Wenn da dunkle Steine drin sind, ist einfach nicht mehr so viel Platz. Das Lauf des Lebens bringt, so sagen die Hawaiianer, einfach einen bestimmten Schmutz mit sich. Manchen Schmutz, mancher Stein, der da reinkommt, den bekommen wir beispielsweise laut der Hawaiianer auch von anderen Menschen, zum Beispiel von unseren Vorfahren übertragen, deren Überzeugungen, deren Erfahrungen, deren Glaubenssätze. Und dieser Schmutz, diese Steine, diese dunklen Erinnerungen sind in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert. Ich halte hier nochmal rein. Meistens als unbewusste Gedanken. Die Hawaiianer nennen das die Cellular Memories oder das Zellgedächtnis. Und durch den Schmutz in unserer Schale leuchten wir dann immer weniger und weniger und ziehen aufgrund dessen, da wir ja ein Resonanzfeld sind, auch weniger Helles und Leuchtendes an und leben unter Umständen immer mehr im Schatten. Und je mehr Steine wir einfach auch mit uns herumschleppen, umso schwerere Last tragen wir auf unseren Schultern. Das heißt, wir sind vielleicht unglücklich oder krank, leiden an Mangel und es ist völlig unterschiedlich und wie sich diese Art von Verschmutzung zeigt. Das ist bei jedem eben auf eine andere Art und Weise. Die Hawaiianer sagen jetzt, Probleme aller Art sind einfach wiederkehrende Erinnerungen. Und um Probleme zu lösen, dürfen wir einfach
die Schale unseres Unterbewusstseins reinigen. Das bedeutet also, die dunklen Steine müssen wieder raus. Ne? Damit wir dann magnetisch wieder das in unser Leben ziehen können, was uns erfüllt und glücklich macht. Und es gibt ein ganz einfaches, wunderbares und für mich auch wirklich magisches Ritual, das die Hawaiianer dafür anwenden, um eben ihre Seelenschale zu entleeren und zu reinigen. Und das heißt Ho'oponopono. Ho'oponopono ist ein ganz, ganz mächtiges Reinigungs- und Vergebungsritual. Was bedeutet eigentlich Ho'oponopono? Die Silbe Ho'o bedeutet schlicht und ergreifend etwas tun. Pono bedeutet etwas ausgleichen oder etwas korrigieren, etwas richtig machen, in die Balance bringen. Die Hawaiianer haben für ein Wort immer ganz, ganz viele Bedeutungen. Wenn man jetzt die Silbe Pono, also korrigieren, richtig machen oder in Balance bringen oder ausgleichen, verdoppelt, Pono Pono, wie Ho'o Pono Pono, also bedeutet Pono Pono, richtig viel von all dem, richtig viel richtig machen, richtig viel ausgleichen. Ho'oponopono wird auch oft als Weg der Vollkommenheit beschrieben. Und mit Vollkommenheit ist unser göttlicher Urzustand gemeint. Und zwar der Zustand, in dem unsere Schale, unsere Seelenlichtschale, wie die Hawaiianer das sagen, noch vollkommen rein und frei von schmerzhaften Erinnerungen leuchtete. Das ist mit dem vollkommenen göttlichen Urzustand gemeint. Einfach frei von Erinnerungen, die unser Leben blockieren können. Ho'oponopono ist eigentlich ein ganz tiefes Reinigungsritual mit einer ganz, ganz tiefen Wirkung. Es geht darum, wenn wir uns bewusst sind, dass wir für alles, was in unserem Leben geschieht, 100% verantwortlich sind, dann können wir unsere Probleme als Chance annehmen, sie aus unserem Unterbewusstsein zu reinigen. Das hat aber übrigens überhaupt nichts mit Schuld zu tun oder mit Schuld dick sprechen irgendjemanden. Weder ich bin schuld, noch ein anderer ist schuld im Ho'oponopono. Es gibt ja sehr, sehr viele Ho'oponopono-Lehren und Interpretationen, vor allem bei uns im Westen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass immer was ganz Wertvolles und auch Wesentliches bei der Übermittlung verloren geht. Es wird meistens sehr intensiv Vergebung praktiziert, aktiv und voller Leidenschaft, was das Zeug hält. Das Ritual sind 4 Sätze, die werden oft auch ziemlich runtergeleiert. Ich habe wirklich die ganz, ganz große Freude und Ehre gehabt, Ho'oponopono von einem hawaiianischen Schamanen zu lernen. Und ich habe zugegebenermaßen eine Weile gebraucht, um Ho'oponopono wirklich und absolut in der Tiefe zu verstehen. Heute behaupte ich, Vergebung ist ein Zustand. Vergebung ist etwas, was man nicht tut. Vergebung ist etwas, was man geschehen lassen darf, durch Reinigung. Und Ho'oponopono bringt uns zurück in unseren vollkommenen Urzustand. Und das ist für mich Vergebung. Und zwar Vorgebung des Schmerzes. In unsere ursprüngliche Vollkommenheit, in einer Zeit, in der meine Schale noch rein war und ich noch keinen Schmerz hatte, bevor der Schmerz mir gegeben wurde, Vorgebung des Schmerzes. Die Amerikaner oder im Englischen finde ich den Begriff Forgiveness noch besser oder Forgiving, Forgiving the Pain, Vorgebung des Schmerzes, kann man es fast noch besser übersetzen. Ja, das Schöne beim Ho'oponopono ist, dass wir gar nicht uns unbedingt bewusst daran erinnern müssen, um welche Memories, um welche Gedanken es jetzt konkret geht, die unsere Seelenschale belasten. Meistens wissen wir gar nicht mehr, wie diese Memories aktiviert wurden, auch schon gar nicht, wenn wir sie von jemandem übernommen haben. Im Ho'oponopono geht es vielmehr darum, zu vertrauen, dass ich im Ursprung perfekt bin. Und dass es einen Ort oder eine Instanz gibt, die einen nennen es vielleicht Matrix, die anderen Blaupause, die anderen das Göttliche, an dem oder durch den ich mich mit meiner eigenen ursprünglichen Perfektion wieder verbinden kann. Meistens wissen wir ja selbst gar nicht, was das Beste für uns ist. Die Hawaiianer vertrauen ganz schlicht und vollkommen natürlich auf eine höhere Form von Weisheit, die in mir selbst ruht und die weiß, was für mich das Beste ist, besser als mein Bewusstsein.
Und dieser höheren Form von Weisheit darf ich einfach erlauben, die bestmögliche Lösung für mich erscheinen zu lassen, egal bei welchem Problem. Mich also ganz natürlich wieder zurückbringen zu lassen in meinen reinen Urzustand. Du weißt schon, Vorgebung des Schmerzes, als die Seelenschale noch rein war. Ja, das Ritual im Ho'oponopono umfasst 4 Sätze. Der erste Satz, es tut mir leid. Das bedeutet nicht, oh, ich habe solche Schuldgefühle und überhaupt, nein, es bedeutet, es tut mir leid und zwar in der Form, ich übernehme die Verantwortung. Es tut mir leid, dass ich es irgendwann im Laufe der Zeit zugelassen habe, bewusst oder unbewusst, dass geschehen kann, dass geschehen konnte, was geschah oder was jetzt geschieht, dass es mir jetzt zum Beispiel schlecht geht. Und indem ich sage, es tut mir leid und ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich es irgendwann mal zugelassen habe, dass diese Memories, diese Gedanken in mich hereingekommen sind, anerkenne ich, dass niemand anderer schuld ist. Auch ich übrigens selbst nicht. Ich habe einfach nur, wahrscheinlich ganz tief unbewusst zugelassen, dass etwas geschieht, was auch immer. Ich muss gar nicht wissen, was es war. Aber dadurch, dass ich die Verantwortung habe, habe ich auch die Zügel wieder in der Hand. Die Verantwortung zu übernehmen für etwas, für alles, ist so mächtig. Das befreit mich nämlich vollkommen aus der Opferrolle. Der zweite Satz im Ho'oponopono ist einfach nur ein Wort. Das Wort heißt Danke. Und das heißt so viel wie Danke, dass ich jetzt erlebe, was ich erlebe. Denn es ist etwas Altes, was ich lange verdrängt habe. Es ist ein Stein, der hier drin ist und den ich einfach nur zugedeckt habe, dass ihn keiner sieht. Aber dennoch ist er da. Aber dadurch, dass es jetzt da ist, kann ich den Stein annehmen. Ich muss ihn nicht länger verstecken. Ich kann meine Aufmerksamkeit darauf richten, ihn mir ganz genau anschauen. Und dadurch, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, habe ich die Chance, es loszulassen, es einfach wegzutun aus meiner Schale. Danke bedeutet Danke, dass es jetzt gelöst ist, jetzt in diesem Moment. Und allein über dieses Danke und über dieses Anerkennen dessen, was ist, könnte ich schon locker 2 Tage am Stück sprechen. Aber kommen wir lieber zum dritten Satz. Der dritte Satz bedeutet, vergib mir. Und ich habe festgestellt, mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die auch Ho'oponopono anwenden, dass sehr oft gesagt wird, ich vergebe mir, ich vergebe dir. Für mich steckt etwas so viel Mächtigeres dahinter. Nämlich die Bereitschaft, meinen ursprünglich vollkommenen Zustand wieder anzunehmen, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, und zwar den Zustand Vorgebung des Schmerzes. Das heißt, wenn ich sage, ich vergebe mir oder vergib mir, dann richte ich schlicht und ergreifend mein Bewusstsein auf meine eigene Vollkommenheit. Und ich nehme sie an und akzeptiere, dass es diese schon immer gab und auch heute noch gibt. Und zwar in der Zeit Vorgebung des Schmerzes. Und das ist das, was die Memories oder die Erinnerungen reinigt. Vergebung ist nichts, worum ich jemand bitten muss unbedingt. Oder ich muss auch niemandem vergeben. Wenn ich jemandem nicht vergebe, halte ich mich einfach energetisch nur an dieser anderen Person fest. Vergebung bedeutet in der absoluten Tiefe, und das ist das Geheimnis, anzuerkennen, dass ich die Fähigkeit habe, mich selbst, ohne dass ein anderer mir Vergebung erteilt, dass ich mich selbst in den Zustand Vorgebung des Schmerzes bringen kann. Ja, und der vierte Satz heißt, ich liebe mich. Oder vielleicht auch gesagt, ich liebe euch, liebe Erinnerungen. Damit drücke ich meine Liebe zu mir und mein Vertrauen zum Göttlichen aus. Meine Bereitschaft, ein Wunder zu erwarten. Nämlich das Wunder, dass es mir wieder so gut geht, als hätte es das, was mir leid tut, das Dunkle, nie gegeben. Und ich anerkenne, dass ich ein Teil dieser Liebe bin und von daher bin ich perfekt und vollkommen. Ich sage eigentlich zu den Memories, vielleicht sind es auch mehrere, zu den Memories sage ich, ich liebe euch, liebe Erinnerungen, ich liebe euch. Und diese Erinnerungen zu lieben, bedeutet sie anzunehmen. Und in dem Moment, in dem ich sie annehme, lasse ich sie los. Und brauche sie nicht mehr. Ja, durch die Wiederholung dieser 4 Sätze, es tut mir leid,
vergib mir, danke und ich liebe mich. Das sind quasi Keywörter, Schlüsselwörter für das Unterbewusstsein. Und dadurch entlassen wir die schmerzhaften Erinnerungen, die die Probleme verursachen, ganz tief aus unserem Unterbewusstsein. Und auch, und das ist das Magische, aus dem Unterbewusstsein der Menschen, die involviert sind. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Reinigung. Keiner weiß, was dein nächster Gedanke sein wird, denn deine Gedanken kommen zu 90% aus deinem Unterbewusstsein. Und dein Verstand kann Probleme nicht lösen. Dein Verstand kann Probleme einfach nur verbergen. Aber weil laut der Hawaiianer Probleme nur eine Projektion deiner Erinnerungen sind, die meistens durch einen unbewussten Gedanken getriggert werden, finden Probleme immer und immer wieder eine neue Saison. Und was wir doch wirklich wollen, ist diese Erinnerung zu reinigen, zu erlösen oder zu löschen. Wenn wir zu dem verletzten Teil in uns sagen, es tut mir leid, vergib mir, danke und ich liebe dich, dann werden die schmerzhaften Erinnerungen neutralisiert und gelöscht und in reine Liebe verwandelt. Eine ganz, ganz wunderbare Heilerin auf Hawaii sagte mal, jede Art von Blockade, von Herausforderung, ob das jetzt eine Krankheit ist oder ob das einfach ein finanzieller Mangel ist, was immer das ist schlicht und ergreifend einfach nur eine Art von Amnesie. Und zwar irgendetwas deiner Seele wurde vergessen zu lieben. Dieser dunkle Teil wurde vergessen zu lieben. Es ist eine Art Amnesie, ein Vergessen zu lieben. Und zwar dieser Teil wurde vergessen von dir zu lieben. Das Schöne ist, wir sind alle perfekt. Was in uns nicht perfekt ist, sind unsere Memories, unsere Erinnerungen und Programme, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind und die wir mit anderen teilen und dummerweise ganz, ganz oft auf andere projizieren. Nochmal, sobald ich diese Erinnerungen in mir lösche, wird die Person, die mit involviert ist, die positiven Auswirkungen spüren. Warum? Sie geht mit meinem veränderten Energiefeld in Resonanz. Unsere physische Welt ist der Ausdruck der Erinnerungen und Inspirationen unserer Seele. Erinnere dich also daran, dass du vollkommen perfekt bist. Wenn deine Seele Memories oder Probleme wiederholt, dann sag zu ihnen ganz leise oder auch mental, ich liebe euch, liebe Erinnerungen. Ich bin dankbar, dass ich euch jetzt befreien darf. Zelluläre Erinnerungen gehen nie in Ferien oder in Rente, so lange, bis wir sie in Rente schicken. Mit Ho'oponopono lernt man die vollständige Verantwortung für alles, was geschieht, zu übernehmen. Das bedeutet, man nimmt an, Teil des Ganzen zu sein und damit auch das Ganze ändern zu können, indem man sich selbst ändert. Der hawaiianische Arzt Dr. Len lehrte und lebte Ho'oponopono auf eine ganz, ganz einzigartige Art und Weise. Er arbeitete in einem Krankenhaus mit kriminellen Patienten. Viele Psychologen, die ebenfalls dort arbeiteten, waren teilweise nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit auszuführen. Sie kündigten ihre Arbeitsstelle oder erschienen einfach nicht mehr zur Arbeit. Der Krankenstand lag bei bis zu 70% und Dr. Len sagte, diese Abteilung war nichts anderes als ein schrecklicher Ort. Dr. Len arbeitete mit den Patienten nicht persönlich, also er hat keinen einzigen wirklich live jemals gesprochen. Er arbeitete in seinem Büro mit den Krankenakten dieser kriminellen Patienten. Er nahm die Informationen über jeden einzelnen Patienten ganz bewusst an und er sah das negative Verhalten der jeweiligen Menschen, das er wirklich nur aus der Krankenakte entnahm, als einen Teil von sich selbst. Er nahm also das negative Verhalten des anderen als einen Teil von sich selbst. Das bedeutet, er übernahm zu 100% die Verantwortung dafür, dass dieser Zustand ebenso irgendwo in seinem Bewusstsein war und dort geheilt werden könnte, weil er sagte, sonst würde ich das nicht erleben. Na, das könnte so ausgesehen haben, dass er sagte, es tut mir leid, dass ich in einer Welt lebe, in der so etwas möglich ist, dass Menschen solche schlimmen Dinge tun. Er praktizierte also während dieser Zeit ganz, 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 ganz intensiv Ho'oponopono. Und er berichtete dann, und das ist alles nachgewiesen auch, dass nach einigen Monaten Patienten, die bisher gefesselt werden mussten, frei herumlaufen konnten. Andere,
die schwere Medikationen erhielten, bekamen überhaupt gar keine Medikamente mehr. Und Menschen, die null Aussicht auf eine Entlassung hatten, wurden entlassen. Und das bedeutet, Ho'oponopono begann in seiner absoluten Kraft zu wirken. Und auf die Frage hin, was Dr. Len denn mit sich selbst getan hatte, um diese Erfolge zu erzielen, antwortete er einfach nur ganz schlicht: Ich heilte einfach nur den Teil in mir, der erschaffen hat, mit Ho'oponopono. Wahnsinn, ne? Du sagst jetzt vielleicht, wie soll ich für etwas verantwortlich sein, das ich nicht getan habe? Ist doch völliger Bullshit. Damit machen es sicher viele Menschen auch gerade in Beziehungen so einfach. Das ist dein Problem, nicht meins. Arbeite dran, ich bin raus aus der Nummer. Aber da wir alle untrennbar miteinander verbunden sind und alles ein Resonanzfeld hat, bin ich Teil von allem, was geschieht. Und das Schöne ist, es ist großartig und nicht schrecklich. Denn wenn ich Teil von dem bin und wenn ich die Verantwortung habe, dann kann ich es auch ändern, heilen oder wie man es auch immer nennen möchte. Überleg mal, was das bedeutet. Du kannst in der verfahrensten Situation, in der du vielleicht einfach dich selbst nur als Opfer siehst, der Umstände, der Rahmenbedingungen, was immer, diese Situationen kannst du dich ändern, indem du mit dem Teil in dir, der das in dein Bewusstseinsfeld gezogen hat, arbeitest. Nochmal, es hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Wenn wir Ho'oponopono praktizieren, geht es nicht um Schuld. Weder du bist schuld, noch der andere. Es geht einfach nur um Verantwortung. Und wenn wir das Bewusstsein von Ho'opono annehmen, bedeutet das, dass wir zum aktiven Gestalter werden und nicht mehr länger Opfer sind. Und das äußere Umfeld kann dann in Resonanz gehen mit deiner neuen Ausstrahlung. Das ist das, was Dr. Len uns mit seiner Geschichte zeigte. Das äußere Umfeld, die Gefangenen, die Kriminellen, konnten in Resonanz gehen mit seiner veränderten Ausstrahlung. Und in dem Moment, in dem wir die negativen Erinnerungen in uns auflösen, werden sie, wie ich schon sagte, auch aus dem Zellgedächtnis des anderen gelöscht. Das ist das, was die Hawaiianer lehren. Und überlegt mal, wenn Dr. Len das Leben von Menschen verändern konnte, ohne mit diesen überhaupt in persönlichen Kontakt zu sein, wie sehr kannst du das dann für dich, für deine Familie, für deine Beziehungen, für alles, was in deinem Leben ist, tun? Und warum tun wir uns so schwer damit und hängen in unseren Vorwürfen fest? Wir wollen nicht die Verantwortung übernehmen, weil wir glauben, wenn ein anderer schuld ist, sind wir raus. Aber glaub mir, du bist nicht raus, wenn ein anderer schuld ist. Letztendlich sehnen wir uns doch alle nach Liebe. Jeder, der zu mir kommt, wenn man ganz, ganz tief schaut und ich mache wirklich ganz tiefe Seelenarbeit. Letztlich kommt jeder zurück zu dem Punkt, an dem er glaubt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden, weil so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Wenn jeder wirklich mit sich selbst beginnt. Es ist so einfach. Ja, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was kann dir das Ganze bringen? Glaub mir, wenn du Ho'oponopono lebst, wirst du damit einen Zustand an tiefer Zufriedenheit erleben, der seinesgleichen sucht. Der eine macht Psychotherapie, der andere arbeitet mit Mentaltrainingstechniken. Das sind alles gute Sachen, aber wenn du wirklich richtig tiefen, tiefen Frieden erleben möchtest, dann darfst du in dir beginnen. Eine ganz, ganz wunderbare Hawaiianerin, die Puna, die lehrt es in dem Hula, das ist ein hawaiianischer Tanz, immer so, indem sie sagt, here is peace, and peace begins in me. Also, hier ist Friede und da ist Friede, aber Friede beginnt immer in mir. Für mich ist Ho'oponopono so wirkungsvoll, weil die Basis die Liebe ist. Schön. Wenn du tiefer in dieses Bewusstsein eintauchen möchtest und wenn du gerne deine Seelenschale von altem, vergangenen Ballast reinigen möchtest, damit du aktiv und frei dein Leben gestalten kannst, kannst du mich gerne anrufen oder mir eine E-Mail schicken. Wir finden raus, wie du das für dich am besten tun kannst. Ich biete zum Beispiel auch einen Ho'oponopono-Workshop an, wenn du das genauer lernen möchtest. Aber auf alle Fälle empfehle ich dir, hier einfach schon mal meine Ho'oponopono-Meditation anzufordern.
Ja, ich freue mich, dass ich mit dir dieses hawaiianische Wissen teilen konnte. Und wenn du möchtest, dann abonniere meine Videos hier auf YouTube. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Und ich freue mich immer, immer über Feedbacks. Bis bald. Forgive me.